This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's mal darum, Ernährung. Ein komplexes Thema. Nein, es ist nicht. Nee, Ernährung ist kein komplexes Thema. Man muss nur mal logisch nachdenken und man braucht nichts dazu. Man muss nur in die Natur schauen, sich die Tiere anschauen, sich seine Mittel anschauen. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Der schwierigste Schritt, der allerschwierigste Schritt, um sich gesund zu ernähren, ist, dass man alles vergisst, was man sein Leben lang erzählt bekommen hat über Vitamine, über Kalorien, über lauter so komische Theorien, die in der Praxis überhaupt nicht hinkommen. Wenn man ein bisschen rumprobiert, ein bisschen ausprobiert, dann wird man so schnell feststellen, dass Kalorientheorie überhaupt nicht hinhaut. Nur gar nicht. Das Wichtigste kann man sich einfach bei den Tieren abschauen. Schaut es euch ab, probiert es einfach aus. Das Wichtigste ist einfach natürlich zu essen. Aber dazu muss man mal wieder nachdenken, was natürlich ist überhaupt. Es ist nicht natürlich, sich 10 Früchte zu mischen. Wenn ich einen Baum da habe, dann kann ich da die Früchte pflücken und essen. Normalerweise schleppe ich keine Kilometer lang und langen Wege Früchte durch die Gegend oder was auch immer. Man mischt vielleicht ein, zwei Sorten, was beieinander wächst, aber ich mische nicht 10 Sachen, die hier wachsen, da wachsen. Ein Tier schleppt auch keine Früchte durch den Wald. Das braucht man alles nicht. Du sollst dein Essen nicht lagern und horten, hat auch Jesus im Essener-Evangelium gesagt. Im normalen Evangelium steht es, glaube ich, auch drin. Auf jeden Fall braucht man seine Nahrung nicht lagern. Man braucht nichts. Das Wichtigste ist zu vergessen, was man gelernt hat. Und dann muss man eben noch wissen, was Entgiftung ist, warum man krank wird, wenn man dann anfängt, sich gesund zu ernähren. Dazu habe ich andere Videos gemacht. Könnt ihr mal unten drunter in Link schauen, in die Links schauen, werde ich verlinken. Und ja, das Schwierigste ist wirklich, es zu vergessen und auch das Gerede von den Leuten zu vergessen. Die Leute reden nur, was sie gehört haben und jeder sagt das Gleiche, weil in den Medien überall das Gleiche läuft, weil überall das Gleiche erzählt wird. Jeder Arzt sagt dir das Gleiche. Ein Arzt lernt vielleicht mal 2-3 Stunden in seinem ganzen Studium über Ernährung. Ein Arzt beschäftigt sich mit Krankheiten und nicht mit Gesundheit. Um Gesundheit muss man sich selber kümmern, wenn man gesund sein will. Muss man sich selber drum kümmern. Ein Arzt wird nicht bezahlt, wenn du gesund bist. Punkt. Wenn du gesund sein willst, kümmere dich selbst drum. Niemand kann dir die Verantwortung dafür abnehmen. Jetzt fährt gerade ein Schild vorbei. Warte ich mal kurz. Gerade in Thailand am Strand. Super Wetter hier. Ja, vergesst diese ganzen Theorien. Denkt einfach vernünftig drüber nach. Denkt drüber nach, schmeckt mir das? Reizt es meine Sinne? Zuerst die Augen, dann die Nase und dann der Mund, der Geschmackssinn. Das sind die drei wichtigsten Indikatoren. Aber dabei rede ich über natürliches Essen. Über Rohkost. Nichts Erhitztes und nichts Gemischtes. Monomahlzeiten ist das Wichtigste am Anfang. Wenn man rausfinden will, ob ein Lebensmittel gut ist, dann sollte man eine Monomahlzeit, also nur diese eine Frucht, dieses eine Lebensmittel zu sich nehmen und schauen, wie man sich fühlt, was passiert und so weiter. Und dann muss man eben wissen, was Entgiftung, Krankheit, Heilung ist. Also auf was ich hinaus will, vergesst einfach alles, was ihr gelernt habt über Ernährung. Es ist alles völliger Quatsch. Das ist der schwierigste Schritt. Das ist das, was man machen muss. Und dann ist Ernährung so leicht und man wird sich so viel fitter fühlen. Man wird keinen Arzt mehr brauchen, man wird nichts mehr brauchen. Du brauchst gar nichts mehr. Wenn dein Körper wird sauber werden, umso reiner der Körper ist, umso mehr duftet er auch wieder. Es ist wirklich so einfach, wenn man die Polaritäten sieht. Man hat
Gesundheit, Krankheit und alles andere liegt dazwischen. Und es gibt keine 1000 Krankheiten. Überlegt mal, wie viele Gesundheiten es gibt. Es gibt nur eine Gesundheit, es gibt auch nur eine Krankheit. Und all diese Krankheiten, wo die Medizin so bezeichnet hat, sind einfach nur Symptome, die auftreten, je nachdem, aus welcher Körperöffnung die Gifte austreten. Es gibt nur Vergiftung, Entgiftung, Reinheit, Unreinheit, wie man es auch immer nennen mag. Wenn man seinen Körper reinigt, dann wird der ganze Schmutz wieder rauskommen und dabei riecht er auch. Der normale Mensch ist wie ein Abfalleimer und wenn du den Deckel aufmachst, dann stinkt es halt. Man muss erstmal den Abfalleimer leeren, dann muss man mal ausspülen und dann kann man irgendeinen Rosenduft reinfüllen. Papaya-Duft am besten, indem man Papayas isst oder irgendwas, was auch immer. Und ein normaler Mensch, der dann wirklich mal eine Reinheit erreicht hat, der riecht nichts mehr, du brauchst nichts mehr, du hast keinen Mundgeruch, du hast nichts. Du brauchst dir auch nicht die Haare waschen, du brauchst gar nichts. Und du riechst auch nicht mehr, wenn du schwitzt. Und schwitzen tut man dann auch nicht mehr. Schwitzen ist ein Entgiftungssymptom. Schwitzen tut man dann vielleicht bei plus 35, 40 Grad, wenn man sich bewegt. Aber nicht so wie ein normaler Mensch, wenn er sich gerade mal kurz bewegt und dann fängt das Schwitzen an. Und ja, drum schaut euch noch die anderen Videos zu an. Und Arnold Ehret kann ich immer empfehlen, das verlinke ich auch nochmal drunter. Die schleimfreie Rohkost kann man auch einfach kostenlos im Internet lesen, gibt es PDFs dazu. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Er hat es auf den Punkt gebracht und dann wisst ihr, was Vergiftung, Entgiftung und so weiter ist. Und man weiß gar nicht, in was für einen Gesundheitszustand man kommen kann, bevor man es nicht erlebt hat. Das Leben ist zum Erfahren da und man muss es machen. Ich kann hier viel erzählen, aber man muss es einfach nachvollziehen, indem man es macht. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht erleben. Und dann selber schuld, dann kommt man nicht in den Genuss. Macht's gut, Leute. Peace.